Zuvor bei Minecraft Viro. Nein, nicht angreifen. Entschuldigung Sie. Entschuldigung, hallo? Sie. Menschen, hallo? Entschuldigen Sie. Wir kommen friedlich. Leg das mal. Ja, da ist wohl nichts draus geworden. Ich denke, ich werde mich dann mal ein bisschen umgucken. Ich habe nur noch ein bisschen Essen dabei. Was zum eine Brücke? Oh mein Gott, da ist jemand. Keine Sorge, alles okay. Würde ich, oder? Da ist ein Gebäude. Was ist das? Oh, da ist ein Gebäude. Ja, das war mal eine Mine. Das Anwesen von Herr X. Wer ist Herr X? Ich hoffe, vielleicht ist er dann wieder. Charlotte. Vielleicht ist er in die andere Richtung gegangen vom Haus aus. Ich habe Stimmen gehört. Hallo? Ah! Hallo? Ah! Hallo? 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 Hallo, wir sind friedlich. Wow! Ich glaube, sie sind weggelaufen. Hallo? Lass lieber zurück zu unserer Base. Wir sollten hier weg. Es sind nun einige Tage vergangen. Die Überlebenden haben gelernt, wie man Viehzucht betreibt und sich mehr oder weniger auf das Leben dort eingestellt. Sogar neue Freunde haben sie gefunden. Allerdings sollte es nicht mehr lange so bleiben, denn einer von ihnen hat einen erschreckenden Fund gemacht. Mehrere scheinbar neue Schiffe am Ufer der Insel. Während einer Expedition nahm er sich dann eine Minute, um seinen Freund das zu erzählen. Nun wollen sie dem nachgehen. Ich muss noch etwas sagen, das wollte ich jetzt aber nicht vor ihm sagen. Ach so. Weil ich weiß, dass er das wahrscheinlich sonst aufgesucht hätte. In die Richtung. Da sind wir etwa hergekommen, ne? Ja. Direkt daneben waren Schiffe. Sehr viele Schiffe. Intakte Schiffe und anscheinend belebte. Oh. Und mal wieder mit einer Brücke. Oh. Wir sind ja von hier irgendwo durchgetackert, auf den Bergen, dann hier runter wieder. Und jetzt sind wir hier, ja. Aber die Nacht wird lange dauern. Oder wir nutzen die Nacht, um im Schatten zu laufen. Ja, dass die Nacht dafür nutzen. Haben wir irgendwas Wertvolles hier drin? Essen. Ja. Das nehme ich hundertprozentig mit. Es darf nicht in die Finger von anderen kommen. Na gut, dann hoffe ich mal, dass wir die... Oh. Alles gut da unten? Da bin ich kurz eingestürzt. Achso, ja. Das kann natürlich mal gut passieren beim Graben. Dann lass ihn lieber noch suchen, wo es noch ein bisschen hell ist. Da sehen wir noch ein bisschen was. Das ist auch einfach gleich zu den Schiffen, oder? Er ist halt in diese Richtung, glaube ich. Naja, wir wissen nicht, wo er hingelaufen ist. Also es war ungefähr die Richtung. Ich kann mich nicht mehr ganz genau dran erinnern. Okay, hier sind wir falsch, aber da ist eine neue Insel. Und ein Schiff. Das sind aber nicht die ich gesehen hatte. Okay, da müssen wir hingehen. Da müssen wir hin. Das ist, glaube ich, nur so ein kleines Fischerboot. Bist du dir da sicher, was du da tust? Ja. Ich will nicht ins Wasser fallen. Upsala. Ja, schwimmen geht auch gut. Lass mal kurz nach hier ein bisschen. Ja. Was ist das da hinten? Ich sehe ein Lagerfeuer. Ach du, was ist das? Genau das meine ich. Der ist ja riesig. Das ist ja größer als den, den wir ganz am Anfang gesehen hatten. Ja, genau. Was sind das hier für Bäume? Die habe ich noch nie gesehen. Das sieht noch sehr belebt aus. Ich meine, das Lagerfeuer ist sogar noch an. Oh, da ist jemand. Oh, das ist Bär. Das ist er. Das ist Brunhold. Hallo. Da. Hallo. Hi. Hallo. Oh mein Gott. Wir haben dich gesucht. Wo warst du? Ich habe euch gesucht. Ihr wart nicht beim Haus. Doch, wir waren beim Haus. Rausgezogen. Habt ihr das Schild auch gesehen? Da sind welche im Leuchtturm. Wirklich? Nein, das habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Hier ist alles angebaut. Das war vorher nicht hier. Außerdem ist die Plattform da oben ist neu. Hier ist der. Noch nicht gerade alt. Hallo? Hallo. Oh. Tut mir leid, ich bin auch gerade eben erst angekommen. Hallo. Wir haben unser Mitbewohner noch wieder gefunden. Nö, ich habe noch nicht geguckt, weil ich jemanden gehört habe hier unten. Ja, ich habe hier da oben habe ich wen gehört. Ich komme auch. Wir können dir helfen, wenn es Feinde gibt. Habt ihr, Ja, ich vertraue euch mal. Kleine in die Kiste geguckt? Hallo, da bei mir war nichts drin. Ich habe auch ein bisschen Ausbeute gemacht. Hallo? 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 Jemand da oben? Wow. Viele Leute hier. Guten Tag, Ich will Sie alle bitten, an die Nagel zu gehen. Hey. Ganz ruhig. Alles gut. Ich wollte nur kurz was fragen. Sie können sich gerne vorstellen. Ja, mein Name ist Ole, mehr braucht ihr nicht wissen. Ich gehe einfach wieder. Mach mal Platz da. Ich hab keine Ahnung, aber die hat sofort einen Bogen. Woher haben die einen Bogen, frage ich mich. Zack! Boah, was war das denn? Ah, hallo. Er kommt gerade. Ah, das so. Also. Der hat mit einem Bogen auf uns gezielt. Direkt mit einem Bogen auf uns. Schon also, das ist doch. Das ist unmöglich. War das eine Morddrohung? Aber, nein. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich würde mich hier schon ein bisschen bedienen. Also, das wird dem bestimmt nicht auffallen.
So, ein paar Dinge können wir ja mitnehmen. Ja, ich hoffe, die haben das nicht mitbekommen. Haben die diesen Turm gebaut? Nee, niemals. Hallo, kommt jetzt? Ja, wir kommen. Erinnert ihr euch, als ich mich eingebaut habe? Ach, lass es. Komm, kommt, wir gehen. Ja, wir gehen. Die schießen uns gleich noch hinterher sonst. Ich weiß, wo es lang geht. Keine Sorge, ich bin hier schon einmal gewesen. Ja, okay. Ich glaube, wir haben gerade Misstrauen in denen erweckt. Kann das sein? Das könnte sein. Na gut. Ja gut, sie haben direkt mit so viel hätte ja sein können, dass die mich, dass die gedacht haben, dass wir die ausrauben. Aber wo war der eine jetzt hin, den wir gerade getroffen haben? Der ist ja einfach keine Ahnung, jetzt schauen wir mal weg. Ich glaube, der ist ganz schnell wieder weggegangen. Ich habe übrigens ein paar... Wo ist eigentlich Lukas? Ja, doch. Auch verloren. Er ist losgegangen, um diese Leute zu jagen, die uns abhängen wollten, sagen wir das mal so. Er wollte sie töten, kurz gesagt. Ich weiß nicht warum, anscheinend kannte er diese Leute. Ich bin nämlich in eine kleine ich bin in eine Schlucht gefallen. Also Glück im Unglück, muss man da sagen. Und da hab ich... Gott, was ist das für ein Gewitter? Hab ich mir die Erlaubnis genommen und habe ein wenig in der Schlucht gesucht. Okay. Und dabei, ich zeig's euch, wenn wir hinten sind, habe ich ein bisschen was gefunden. Dann guck mal in den Ofen. Was fällt euch auf? 20 Kohle, stimmt. Und meine Lieben, dann habe ich noch Eisen. Da war jemand. Was? Dann habe ich noch was Eisen. Ah, oh, Lukas, hi. Oh, du bist wieder da. Gott, schreit uns auch nicht so. Nee, ich dachte jetzt hier, wer stimmt denn jetzt hier? Moin. Warum bist du wieder hier? Ja. War bei dieser Bande jemand mit blonden Haaren dabei? Ja. Ja. Tolle Geschichte. Ich höre. Ich war erst in der Mine. Bin da ganz tief runtergefallen. Und dann habe ich ein Haus gefunden, was die Herrschaften anscheinend wieder aufgebaut haben. Ich weiß es nicht. Und was? Achso, ja. Okay. Ich bin näher ran, aber da wurde ich leider erwischt. Aber ich konnte noch wegrennen. Und was haben die aufgebaut? Es sah aus, also es war ein Haus und sie sahen so aus, als hätten sie gerade irgendwie daran gebaut. Sie da errichtet, keine Ahnung. Und ich habe euch was mitgebracht. Ja. Eine Laterne. Boah, hast du bestimmt von denen geklaut. Nee, aus der Mine. Ich meine, so im Gewitter würde uns keiner sehen. Ich kann es euch zeigen. Ich weiß nicht, unnötig Ärger erregen, da bin ich mir nicht sicher. Na, das ist doch schön. Aber naja, ich bin froh, dass wir erstmal wieder beisammen sind. Und das soll vielleicht erstmal so bleiben. Ja. Wisst ihr, ob die Leute am Leuchtturm friedlich sind? Oh nein. Die haben direkt mit uns. Ja, die haben direkt Bogen ausgepackt. Okay. Die wollten, dass wir, glaube ich, verschwinden. Wir wissen, was das heißt. Wenn die anderen schon mit solchen Waffen kommen, brauchen wir stärkere. Ich schmelze eben das Eisen ein. Okay. Wir müssen uns eine stärkere Waffe bauen. Kommen uns beide mit. So, fürs Eisen und so weiter, für die wertvollen Gegenstände. Habe ich hier. Kleines Jesuskreuz gemacht. Oh, und jetzt werde ich hier drunter die Kiste verstecken. Das ist schlau. Und das ist immer schön für euch behalten. Sobald das rauskommt, werde ich euch alle umbringen. Ja, aber wenn du es irgendwem weiter sagst und ich finde es heraus, dann bist du tot. Wollen wir doch mal gucken. Forder mich nicht raus, Jung. Du wirst unter der Erde enden. Schönes Buttermesser. Da, hast du ein Steinschwert? Ja. Oh. Hast jetzt zwei. Okay, dankeschön. Kann ich Akimbo machen. Ist doch schon mal beruhigend, wenn man weiß, dass hier nur Leute sind, die einen erkragen wollen, oder? Kannst du mal, wenn es wieder Tag ist, würdest du dir was ausmachen, spionieren zu gehen? Ich habe keine Ahnung, was die vorhaben. Natürlich nicht. Am besten, wenn man im Dunkeln geht. Gut, dann geh im Dunkeln. Du warst auch die perfekte Kleine dafür. Aber pass auf dich auf, Junge. Mach ich. Wir treffen uns wieder hier? Ja. Ich denke aber, dass ich mich dann auch mal ein bisschen aufs Ohr hauen will. Mach du das. Weck mich, wenn irgendwas ist. Jo.